Ja, hallo meine lieben YouTube-Freunde oder auch Facebook oder TikTok oder LinkedIn-Freunde, je nachdem, wo ihr das Video gerade seht. Ich freue mich, dass ihr mal wieder dabei seid, und zwar heute möchte ich das Thema Tools, Marketing-Tools weiter fortführen. Da werde ich auch wieder mehr Videos zu diesem Thema machen. Clicktip ist eins der Tools, das ich schon seit Jahren auch selber benutze, beziehungsweise auch teilweise für meine Kunden nutze. Es gibt natürlich auch andere Tools, die sehr gut sind, aber ich würde es einfach auch dort mal bei, sag mal, 3 bis maximal 5 Tools belassen, wenn du dir was näher anschaust. Das heißt also, es gibt ja hunderte von Tools, und da ist es eben so wahnsinnig einfach, dass du dich da verlierst, sogar als Experte. Ja? Selbst wenn du dich Tag und Nacht dein ganzes Leben lang mit dem Thema zum Beispiel E-Mail Marketing Automation beschäftigst, selbst dann du könntest dich unendlich in den Ozean der Tool-Anbieter dort verlieren. Das heißt, es macht eigentlich nur Sinn, dass du dir sagst, okay, du nimmst dir einfach völlig oberflächlich, nimmst du dir 2, 3, also wirklich maximal 5 Tools, und die vergleichst du dann. Also ich würde mal sagen, 3 Tools, wenn du vergleichst, bist du schon sehr gut dabei. Und was Marketing Automation betrifft, würde ich einfach vergleichen Active Campaign mit Clicktip. Da gibt es ja dieses Neue, wo die alle jetzt auch von Clicktip weg sind und darauf schwören komplett, dass es noch besser ist wie Clicktip. Quentin habe ich jetzt nicht gesehen, dass es jetzt so viel besser sein soll wie Clicktip. Das ist für mich also genau das Gleiche. Das ist also ein typisch deutscher Anbieter. Und es hat also auch mit allen, mit den ganzen Dataflow-Anbindungen, APIs und so weiter, ist halt ein typisch deutscher. Active Campaign ist einfach das amerikanische US-Pendant dazu. Ist halt das gleiche in grün, aber der ganz große Unterschied ist ein typisch amerikanischer Anbieter. Das heißt, dort gibt es halt einfach eine Vielzahl von also nativen Schnittstellen, die halt Clicktip noch nicht hat. Ja. Aus Grund von irgendwelchen entweder Datenschutzregeln oder was da Kuckuck, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall ist es mir auch scheißegal. Auf jeden Fall es ist halt einfach ein Stück weit einfacher bei ActiveCampaign manchmal eine Anbindung an irgendein Dritttool zu finden, ja, wo ich jetzt halt nicht unbedingt jedes Mal mit Zapier da rumeiern muss. Ja, das ist, falls du es nicht kennst, das ist ja so ein Schnittstellentool und so weiter. Long story short, hier soll es mir einfach nur darum gehen, um die Wichtigkeit das heißt, des Lifetime Values deiner Kunden und wie du das quasi über Split-Testing verbessern kannst. Und da hat er sich selber mit sich selber ein sehr interessanten Split-Test gemacht, auch über sein eigenes Tool logischerweise, weil alles andere wäre ja lächerlich. Hören wir In ganz diesem kurz hier rein. möchte ich dir die Ergebnisse von einem Split-Test vorstellen, mit dem wir unseren Genau, und ich nehme das einfach mal vorweg, um das Ganze abzukürzen. Er hat dann so seinen Preis mit 3 verschiedenen Preisen eben gesplittestet. Ein Split-Test, nochmal ganz kurz zur Erinnerung, ist jetzt nicht, dass ich einen Monat lang eine Sache teste. Also ich schicke Traffic auf eine Seite mit einem Preis einen Monat lang. Ich schicke Traffic auf eine zweite Seite einen Monat lang. Ich schicke Traffic auf eine dritte Seite mit jeweils unterschiedlichen Preisen jeweils einen Monat lang. Das ist Split-Testing mit Sicherheit nicht, weil du dann nämlich letztendlich keine statistische Signifikanz bekommst, weil du dadurch zum Beispiel Saisonalität nicht abfederst. Ja? Also was, wenn du die eine Seite im Januar, dann die nächste im Februar, dann die übernächste im März testest, und aufgrund Saisonalität ist einfach zum Beispiel deine Branche, wie zum Beispiel mal angenommen, deine Branche ist Tourismus, läuft halt im März viel besser wie im Januar zum Beispiel, mal angenommen, ja, da wäre ja der Test schon verfälscht, allein durch die Saisonalität. Das ist vollautomatische Split-Tests, so wie sie eben auch durch dieses Click-to-Tool möglich sind, aber auch durch ActiveCampaign oder jedes andere vernünftige Tool, macht man quasi in so kurz wie möglich Zeitabständen. Das heißt, wenn man 100 Personen einkauft über diverse Social-Media-Kanäle oder Google, dann nimmt man einfach quasi, sagen wir mal, von den 100 pro Tag gehen dann halt 30 auf eine Landingpage, 30 auf die zweite Landingpage und weitere 30 auf eine dritte Landingpage, und das zeitlich ineinander versetzt. Das heißt, der erste kommt auf die Landingpage A, der zweite Besucher, Traffic-Besucher, den du einkaufst, geht schon auf die B-Seite, der dritte geht schon auf die C-Seite und dann der vierte geht wieder auf die A-Seite.
Ja, das kann man dann auch verschieden natürlich auch ein bisschen takten und einstellen in den Tools, aber das ist sozusagen, worum es im Split-Testing geht. Und ich nehme es einfach mal vorweg, um das Ganze abzukürzen. Ja, also hier die alten Preise mit 27, 47, 67, 149 getestet gegen die Preise mit 9, also hinten immer eine 9 gemacht und eine 9,95. Und dann glatt, also quasi 30, was hier irgendwo das dann hat, 30, 50, 70, ja. Und das ist das Ergebnis daraus. Ich hätte das nie für möglich gehalten, weil ja alle immer sagen, man ist es ja so gewohnt von den Supermärkten und so weiter, nur mit der 9 hinten. Enterprise hat er also mal konstant gelassen, aus den verschiedenen Gründen, die er da auch erklärt. Aber ich hätte nie gedacht, dass letztendlich das hier der Gewinner ist. Und er dröselt das hier eben minutiös auf. Und das ist eben das Schöne an diesem Online-Marketing. Und das ist ja auch letztendlich Online-Marketing, ist ein Spiel der Zahlen. Ja? Das heißt, um Online-Marketing-Performanten und vernünftig umsetzen zu können und profitabel, brauchst du immer einen Control Freak, also einen, der mit Zahlen ganz genau ausrechnen kann, was Sache ist. Ja, you have to know your numbers. Mehr im Online-Marketing denn je. Und klar können auch diese ganzen Creative-Komponenten dazu und so weiter. Aber der Schlüssel des Erfolges ist zu einer sehr starken Gewichtung, ja, eben Zahlen und hier, und er kann sehr gut mit Zahlen, ja. Und Mario Walosch. Und das ist halt einfach hier quasi, das sind diese 3,75. Und da sieht er halt hier, dass das ja auf jeden Fall zugenommen ist. Hier ist es sogar so, dass als er hier die Preise nur um 2 Euro erhoben hat, er sogar am Ende wesentlich, also sagen wir mal, knapp 40% oder so weniger eingenommen. Ja. Und hier mit 9,95, also so Supermarkt quasi Taktik, ja, auf sein Online-Marketing-Produkt angewandt, ja, hat gar auch nicht funktioniert. Ja. Es hat auch quasi weniger, und zwar massiv weniger. Also man sieht ja hier quasi 40, das sind ja 40% sowas. Ja, also von 120 nur 90, das sind 30 weniger. Ja, 30 von 120 sind zwischen 30 und 40%. Und ja, das ist schon Wahnsinn. Und er erklärt das hier auch mit der Signifikanz. Also würde ich da wirklich ans Herz legen, auch dieses Video hier nochmal in voller Länge zu schauen. Ich verlinke es hier unten in die Shownotes rein und auch das Tool, wenn du hier willst, mal ausprobieren, Klicktipp, auch hier unten in die Shownotes rein. Und da ist ein Link und dann kannst du das, glaube ich, 2 oder 4 Wochen gratis auch mal testen. Ja, mit diesem Sinne verabschiede ich mich schon wieder und ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Und wenn es wieder heißt, schau mal wieder rein. Ja, dann melde dich auch an. Am besten, du abonnierst meinen Kanal, damit du halt beim nächsten Mal auch dabei bist. Und ich werde da einiges noch posten in Zukunft. So also ein paar Insights, wie immer. Nicht zu viel, ja. Wir wollen ja nicht quasi zu viel ausplaudern. Aber wenn du quasi sagst, ja, ich will einfach mal ein bisschen tiefer in die Thematik Automation und so weiter einsteigen, wie das für mein Business aussehen könnte, ja, dann einfach einen Termin bei uns buchen. Ich habe da auch jemanden zur Hand, der letztendlich den ganzen Tag nur Automation macht. Und zwar für Selbstständige, die sich halt selbstständig machen wollen, beziehungsweise die halt noch Einzelunternehmer sind. Also da hat er sich eben drauf spezialisiert. Da habe ich einen Experten bei mir und das ist halt nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt schon größeres Unternehmen bist. Ja, da hast du ganz andere Herausforderungen. Also wenn du jetzt gerade erst im Starten bist, dann musst du halt erstmal aufpassen, dass du das meiste für das wenigste Geld bekommst. Ja, damit du dich nicht quasi selber runterziehst von den Kosten her, wenn du noch kaum Geld verdienst. Ja, oder gerade eben erst dich selbstständig machst oder sowas. Ist das der allerwichtigste Faktor. Aber du willst gleichzeitig aber ein vernünftiges Tool, dass du nicht dann schon
sobald du ein bisschen Erfolg hast, dann wieder umziehen musst, wieder in ein nächstes Tool, in das nächst bessere. Und all diese Faktoren gehen wir dann mit dir durch, wenn du dich da eben interessierst dafür. Also mach dir auf jeden Fall einen Termin, eine Strategiesession bei uns. Dann können wir das auf jeden Fall einfach in die Kommentare dann wenn du den Termin bei uns buchst, einfach unten reinschreiben, dass du dich genau für dieses Thema also Automatisierung eben interessierst oder die Toolauswahl. Und dann können wir da also völlig gratis, kostenlos 30 Minuten lang sprechen und dir da diverse Tipps geben. Also ich habe wirklich da einen sehr guten Mann zur Hand und ich selber habe auch ein gutes Stück an Zeit investiert in den letzten Jahren, immer wieder mir auch neue Tools angeschaut und kann da auch einiges dazu sagen. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ich hoffe bald, bis bald, dein Thomas Klein. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn dich das inspiriert hat, das Video. Teil es mit deinen Freunden und Kollegen, dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, ciao. 91,7.